Warum geht denn dein Strich schneller als meiner? Weil ich super bin. Hä? Das verstehe ich überhaupt nicht. Hä? Ein betrunkener Mann geht auf eine Art und Weise, die ein nüchterner Mann ganz unmöglich nachahmen kann und umgekehrt. Ein böser Mensch hat auch eine Art und Weise, egal wie clever er ist. Für das geschulte Auge wird sich sein Weg zeigen. Bin ich zu geheimnisvoll? Nein. Man kann Fragen nie im falschen Moment beantworten. Das Leben hat, wie die Musik, einen Rhythmus. Dieses besondere Lied wird mit drei scharfen Tönen enden, wie tödliche Trommelschläge. Ja, diese tödlichen Trommelschläge haben jetzt sogar ausnahmsweise mal einen Sinn. Denn diese Folge hat tatsächlich mit drei tödlichen Trommelschlägen geendet. Sind aber nicht tödlich. Es gibt noch zwei weitere Staffeln. Nun, vielleicht ohne Cooper. Nö. Der ist auf dem Poster für Season 3. Ah, voll gespoilt. Ja, sorry. Mein Zeitstrahl war übrigens echt vor deinem. Ja, ich weiß. Das versteht jetzt niemand. Ah, hast du rausgeschnitten? Scheiße. Mal gucken. Ja, ne? Aber wir wollen ja nicht mit dem Ende anfangen. Wollen wir nicht? Na gut, können wir auch mal. Ist ja eigentlich auch egal, ne? Wir sind völlig crazy und verrückt. Der hatte eine schusssichere Weste drunter. Aber er ist doch gerade nach Hause gegangen und wollte sich ins Bett legen. Da hat man doch keine schusssichere Weste. Der hat gerade die Krawatte abgemacht. Die Fliege. Ja. Und hatte das Hemd noch an. Das hatte der da drunter. Das hat man an den Stofffetzen gesehen, dass die angeschossen wurden. Entweder haben sie das ganz schlecht gemacht, dass da eine Wollpuppe drunter war und die angeschossen haben. Oder da war Kevlar drunter. Also, ich habe keine Angst um ihn. Ah, gut. Ich kann da jetzt auch schlecht was zu sagen. Aber es kann ja nicht Leo gewesen sein. Nee, denn Leo ist wirklich tot. Aber wer würde denn Cooper erschießen wollen? Böse Menschen. Diane. Laber mich nicht immer voll. Er will die Ohrstöpsel nicht benutzen, die sie ihm geschickt hat. Und deswegen steht sie vor der Tür und bam, bam, bam. Ich fand aber cool, dass man schon, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, man hat schon ganz am Anfang Schuhe unter der Tür durchgesehen. Noch bevor Cooper das Telefon abgenommen hat. Hat man schon gesehen, echt? Dass da jemand stand, ja. Da habe ich tatsächlich diesmal nicht drauf geachtet. Nee, vielleicht ich auch nur, weil ich wusste, was passiert. Aber ist auf jeden Fall ein guter Cliffhanger für so ein Staffelfinale, ne? Ja, ganz schön krasser Cliffhanger. Hänger. Hammertag. Cliffhanger ist, wenn man an einer Klippe so klettert und dann immer mit diesen Dingern da in die... Ja, mit dem Piton immer hämmert. Genau, Cliffhanger. Mhm. Aber ich dachte ja, meine Theorie war, dass Diane gar nicht existiert. Dass das ja nur eine Fantasie irgendwas ist. Ja. Aber er hat ja Ohrstöpsel zugeschickt gekriegt. Stimmt, außer er hat sich das eingebildet. Da habe ich aber eine Frage. Ja, bitte. Wie zur Hölle kriegt er die Tapes zu ihr so schnell, dass sie ihm Ohrstöpsel schicken das kann? Das ist echt eine gute Frage. Das ist ja nicht so, dass man das eben hochladen kann, ne? Ja, so ein Diktiergerät. Er muss das abschicken, dann muss sie erstmal die Ohrstöpsel besorgen und die wieder hinschicken. Aber ich meine, die Isländer waren ja auch lange da und jetzt sind zwei die angekommen, Folgen. Nachdem die weg waren. Ja, zwei Folgen, sind so zwei Tage, I don't know. Also anderthalb Tage waren das. Die macht halt ihren Job gut. Ja, aber das fand ich unrealistisch, was so die Post angeht. Ja, okay. Nee, das hat mich gar nicht so gestört von Realismus oder sowas. Mich hat das zwar gewundert, wie das mit dem Aufnahmegerät funktioniert, dass sie das gehört hat. Sie muss das ja bestimmt abschreiben, dafür ist das ja bei Ärzten ja auch und sowas. Aber in dem Moment habe ich tatsächlich nur gedacht, ach, die gibt's echt? Das war... Ja, die ganze Folge war ja eigentlich... Scheiße. Ja?
Ja. Wieso? Ich fand, all die Dramatik haben sie kaputt gemacht, dadurch, dass es scheiße war. Aber was war denn Scheiße? Also, rein theoretisch war es, ich hatte super viel Spaß und ich war auch angespannt. Aber wie du eventuell daran gemerkt hast, dass der, als der Typ ins rennende Haus gebrannt ist und ich angefangen habe zu lachen, Das war auch einfach lustig. das sollte aber nicht lustig sein. Aber der kann einfach nicht normal laufen. Und der ist doch schon so hingewatschelt. Hey, Pete ist einfach the Hero. Man hört die fucking Feuerwehr im Hintergrund. Und dann setzt er sich so eine scheiß Schutzbrille auf. Nimmt einen Feuerlöscher in der Hand. Und sagt noch, sie ist immer noch meine Frau. Dann tritt er die Tür ein, was ausgesehen hat, als wäre der, als hätte der gegen Watte getreten. Ja, vor allem ist das voll gefährlich. Da könnte das so explodieren, wenn man die Tür aufmacht. Ja, in Michael Bay-Filmen vielleicht. Und dann rennt er rein und dann ist das nur so. Was? Catherine! Hat er das nicht geschrien? Ja, natürlich. Aber das ist. Der hat sich da auch nicht. Du kannst dich ja auch nicht umgucken. Aber der ist da auch einfach reingerannt und dann rechts um eine Kurve. Und hier lang geht's jetzt lang. Das ist so. Oh, das Ja, war. der weiß, wo seine Frau ist. Ja, Aber. natürlich war das schlecht, aber es ist halt Twin Peaks, was erwartest du? Aber genau das, was vorher mit Catherine und Shelly war, das war auch so scheißen schlecht. Wie das da runtergefallen ist, oder was? Ja, man hat die Sollbruchstellen gesehen. Ja, Mann, das ist aus den 90ern. Aber die Sollbruchstellen waren zickzack geschnitten. Ich fand die Szene cool, weil die beiden Personen überhaupt nichts miteinander zu tun haben und auch überhaupt keine Ahnung haben, gegenseitig, was die da machen. Haben sie Ja. mich angerufen? Nein, ich weiß nicht mal, wer sie sind. Ja, aber ganz auch wenn auch wenn die sich nicht kennen. Das ist ja ein sehr kleines Örtchen und jeder kennt jeden, aber Catherine steht ja über allen. Also kennt die das kleine Volk nicht. Eventuell. Ja. Aber selbst dann, selbst wenn ich total böse bin und dahin gelockt wurde, man sieht ja die ganzen Kanister. Man sieht, dass da ein Mädchen angebunden ist und man sieht und hört eine Uhr ticken. Aber Catherine bleibt erstmal cool. Und sagt, ich verstehe sie nicht, sie haben was Ja, im Mund. ein Ding im Mund. Und Shellys fucking Hände sind gefesselt. Wie soll sie das denn rauskriegen? Ja, aber das ist Catherine egal. Hauptsache, sie soll nicht so blöd mit ihr reden. Die soll vernünftig mal ihren Mund aufmachen beim Reden. Und dann nimmt sie das ab. Und dann ist auch nicht die Frage so, was geht hier los? Wir müssen hier weg. Wir können später reden. Sondern, wer sind sie? Ja, ich Was machen bin. Sie in meiner Fabrik? Die gleich. Und dann geht die Bombe ja schon los. Da fackelt das schon so ein bisschen. Und dann reden die erst. Ja, die will erstmal wissen, was hier los ist. Ja, aber was da los ist, ist ja ganz klar, dass die ganze Fabrik gleich in Flammen steht. Und dann schlägt sie Shelly frei. Und dann zieht sie Shelly raus. Und Shelly macht so ein als würde man ganz fröhlich über eine Wiese laufen. Ich habe auch nicht erwartet, dass Catherine die rettet, weil das könnte Catherine ja auch egal sein eigentlich. Da hängt irgend so ein dummes Mädel, die nicht mal normal mit ihr redet, mit so einem Ding im Mund. Ich hätte Catherine die da auch hängen lassen können. Ja, ich habe das auch erst gedacht, aber das wäre ja auch total dumm. Dann hätte sie Ja. nämlich absichtlich jemanden. Ist ja Beihilfe zum Ja, Mord. so böse ist sie dann doch nicht. Nee. Ne, sie hat ja auch jetzt sich plötzlich wieder in Pete verliebt. Das hat sie sich überhaupt nicht. Das war alles Manipulation, Mensch. Das hat man an der Umarmung gesehen. Er ist Ja, voll drauf natürlich. reingefallen. Das Ja. Beste an der Szene waren sowieso die Leute. Ja, Alter. Das war wie aus so einem Comedy-Film plötzlich. Ja, wie aus der nackte Kanone oder Ja, genau. Ja, und dann hat sie es ausgenutzt, dass er mit suchen hilft, bis dann Hank anruft und sie so schön mit die Handbewegung, okay, kannst wieder gehen. nee, das Ich such Beste. dann mal woanders in einem anderen Raum. Ja, das war auch schon geil. Wer ist Hank?
Ich meinte der eifersüchtige Totschläger. Danke. Aber am besten fand ich schon, dass die da suchen und er plötzlich so, oh, mein Jahrbuch. Ja. Und sie, oh, Pete. Und ist total abgelenkt. Und da hat sie schon bereut, dass sie mit ja. ihm mit eingeschlossen hat. Das war schon so, ach, das habe ich mir nur dabei gedacht. 5 Minuten in der Suche schon abgelenkt. Vom. Ja. Aber so räume ich meinen Buchschrank auch auf. Ja. War das jetzt eigentlich der Plan? Also ich habe keine hängt Ahnung. Zusammen mit Leo, also der wusste jetzt, dass das da abgefackelt wird und darum hat er zu ihr gesagt, das Buch, was sie sucht, ist da, damit sie dann da abfackelt. Genau. Ja, okay. Gut. Ja. Aber was ja keinen Sinn ergibt, weil Catherine wusste ja, dass das abgefackelt werden soll. Ja, aber vielleicht, ich wusste ja nicht wann. In 3 Tagen. Ja? Ja. Ach. Sie wollte das Buch trotzdem. Und ich glaube, das Buch hat sie doch nur, sie will das Buch doch nur haben, weil sie, da kann man nachweisen, dass was gefälscht ist. Ja. Also wenn sie jetzt, das ist in einer Fabrik und irgendwer sagt ihr, das ist in einer Fabrik und sie weiß, die Fabrik wird abgefackelt, würde ich ja einfach da lassen. Ne? Ja, aber ich bin mir echt nicht, weiß sie das wirklich? Warum weiß sie das denn? Weil, Horn, heißt der Horn? Benjamin Horn? Benjamin Horn zu ihr gesagt hat, in 3 Nächten, als sie da rumgemacht haben, als Audrey denen zugehört hat. Vielleicht hat sie ein schlechtes Zeitgefühl. Ja. 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 Ja, apropos guter Plan. Es geht ja eigentlich los. Wo sollen wir denn suchen? Einfach irgendwo. Wo fangen wir denn an? Ich drück mal diesen Knopf. James? James? Drück den Knopf nochmal. Oh, das kann man doch hier irgendwo abstellen, aber nicht mit den gleichen Knöpfen. Ja, dann wird... Ach so, genau, sie finden es in der Kokosnuss. Und dann wird Jacoby in einer ganz merkwürdigen Szene zusammengeschlagen. Und hat dann einen Herzinfarkt. Ja. Das war alles ganz merkwürdig. Okay, nochmal zu diesem wunderbaren Plan. Mhm. Die haben Jacoby ja zu einer anderen Adresse. Wir haben jetzt die Bestätigung zu einer anderen Adresse geschickt. Ja. Damit er nicht die Fake-Laura sieht. Genau. Wieso ist Madeline immer noch als Laura verkleidet und steht da in der Öffentlichkeit rum? Warum ist sie nicht auch einfach mitgekommen? Ja. Oder nach Hause schon mal wieder gefahren oder was weiß ich. Oder wenigstens hat die Perücke runtergenommen. Oder die Klamotten ausgezogen. Vielleicht fand sie es einfach toll. Nee. Nochmal. Da sind ja Leute, von denen die glauben, dass die Laura getötet haben. Leo zum Beispiel. Oder andere Verdächtige. Ja. In der Stadt. Wieso stellt man sich an öffentlichen Platz als Laura verkleidet? Ich wollte gerade sagen, dass mich am meisten an der Szene einfach gestört hat, diese komische, wie der den so geschlagen hat. Das war einfach ganz merkwürdig, weil der erstens nicht geschrien hat oder so. Nicht mal irgendwie so, aua! Und der haut so komisch auf dem Rum, auf dem Rücken, was irgendwie aussieht, als würde das überhaupt nicht wehtun. Ja, das war einfach total schlecht. Ich habe auch gedacht, dem kann doch jetzt nichts... Nein, okay, das Erste, was ich gedacht habe, das war da bestimmt der eifersüchtige Totschläger. Weil er ist ja ein Totschläger. Ja. Macht Sinn. Aber, ich habe nicht verstanden, wieso der nicht geschrien hat. Ja, genau. Weil da ist doch ganz deutlich irgendwer anders noch da. Ja, vielleicht hat sein Herzinfarkt da schon eingesetzt, denn wie wir später erfahren haben, war das ja ein Herzinfarkt. Ja. Und dann haben wir diese ganz tolle Transition von seinem Auge auf so ein Roulette-Ding. Ja. Übrigens hier wieder Regie und Drehbuch von Mark Frost. Ja, hat man gemerkt. Ja, hat man wirklich gemerkt, weil wieder ein paar besonderere Einstellungen da. Ja, ich weiß, eine meiner Lieblingseinstellungen war da. Der Mund von Jacques? Nein. Achso. Das war eine meiner Hass-Einstellungen. Vor allem in Deutsch ist es sehr merkwürdig, weil die Mundbewegung überhaupt nicht gepasst hat. Das war ganz furchtbar.
Ja, im Casino habe ich mir nur aufgeschrieben, stirb oder friss, friss oder stirb. Mutter hat immer gesagt, ich wäre ein Glückskind. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und die eklige, komische Zungenbewegung von Jack, als eins von diesen Mädels da rumläuft. Ja. Die war auch schön. Der ist einfach nur eklig. Das haben sie aber gut dargestellt. Genau. Das ist auch nicht, weil der übergewichtig ist, sondern einfach nur sein ganzes Gesicht irgendwie. Ja. Nicht, weil er hässlich ist oder so, sondern einfach nur die Mimik. Bewegung, ja, genau. Und der Mund, und du merkst einfach nur, das soll ein ekliger Charakter sein. Ja. Aber ich habe mir noch was aufgeschrieben. Ja. Als Audrey zurück zu Blackie kommt in dem superschönen Outfit. Ja. Und dann gesagt wird, bla bla bla, irgendein Scheiß. Ja, ich kann mich da auch nicht drauf konzentrieren, was sie gesagt haben. Komisch. Das ist so merkwürdig. Was? Weiß ich nicht. Ich hab dich nie, okay, das ist jetzt ein bisschen, sorry, aber ich hab dich nie als so einen sexuellen Mann in Erinnerung gehabt. In der Schulzeit hast du nie irgendwie sowas gesagt. Und jetzt hatten wir so oft Vögeln und Nutten und komische Sachen. Und ich denke die ganze Zeit, scheiße, das ist ja ein echter Kerl. Ich bin natürlich auch ein Mensch. Natürlich witzig, aber sehr merkwürdig, diese Seite an dir kennenzulernen. Das tut mir leid, ich halte mich zurück. Nee, ist ja alles gut, ich bin ja nicht so prüde. Aber da legt Blackie ihr die Karten hin. Ja. Und sagt, zieh eine Karte oder nimm eine Karte. Ja, was sollte das? Ach so, das wurde ihr dann raufgenäht. Ah. Ach, stimmt. Jetzt verstehe ich. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, an diese Szene. Oh, danke, dass du da Sinn reinbringst. Weil jeder andere Zaubertrick, da zeigst du doch nicht die Karte. Stimmt. Und in meinem Kopf war das nur, das ist ein scheiß Zaubertrick. Als würde Blackie dann drauf zeigen und sagen, die ist es. Ey, aber apropos raufgenäht, what the fuck war das mit dieser Näherin da? Was war das? Keine Ahnung, ich habe nur gedacht, ist das die Lock Lady? Ich versuche das hier gerade zu finden, ich glaube, das kommt nie mehr vor. Das war doch auf jeden Fall eine junge Frau, die verkleidet war als irgendwie eine alte Frau mit einem Buckel. Das ist bestimmt wieder die Schauspielerin von Laura Palmer, weil die so super ist. Ich versuche das hier gerade zu finden, aber steht hier nicht. Vielleicht haben wir uns das nur eingebildet. Ja, aber die Stimme war ja auch ganz schlecht, auch auf Deutsch. Ja. Ganz merkwürdige Szene war das. Achso, und als Cooper und Jack miteinander reden, nachdem er ihm was zu trinken gegeben hat, wieso bringt der Kellner ein zweites halbes leeres Bier? Das ist mir nicht aufgefallen. Weil der hat da noch ein halbvolles Bier. Und der Kellner kommt und gibt Jack noch eins. Jack. Also das Einzige, was ich hier gefunden habe, ist, dass sie nie wieder vorkommt. Ja. Und dass sie gespielt wird von Leslie Linker Glatter. Okay. Was ist das denn für ein Bullshit? Die alte Omi im scheiß Parfümladen hatte einen Namen. Ah, das ist eine Regisseurin. Die hat 4 Folgen von Twin Peaks. Und hat sich dann aus Witz da mit eingebaut. Hahaha. Ja, war sehr witzig. Hätten wir das geklärt. Ja, ne? Dann wird Jack gefangen genommen. In einer dramatischen Szene, in der Andy endlich seine neuen... Andy stand da nicht! Oh Gott, da fällt mir schon alles runter. Also, als die Kameraeinstellung dann nach hinten ging und man Andy da plötzlich neben gesehen hat, habe ich gedacht, der stand da aber nicht. Wo kommt der denn jetzt her? Der war doch auf der anderen Seite vom Auto. Nee, ich glaube, der stand da auch gerade an der Tür. Nee. Doch. Nee. Habe ich gesehen. Nee, hast du nicht.
weil ich ja schon wusste, dass es geschieht, sah ich ihn schon dort stehen. Ah. Ja. Ich mein, war cool. Ja, ich fand, das war endlich so Sternstunde. Ja, schöner Character-Arc. Ja. Erst lässt er die Pistole fallen und dann rettet er Harry im letzten Moment. Und als Lucy dann diese Story hört, wird sie auch ganz H-E-I-S-S, wie Laura sagen würde. Was ist das denn in Englisch? H-O-T. Keine Ahnung. Ja. Aber ich finde das so süß, wie sie... Ich glaube, die Pflanzen sind auch fake. Ich glaube, das sind keine echten Pflanzen, also müssen die nie gegossen werden. Ja, aber sie wollen aber Lucy will ihnen zuhören. Also geht sie da hin und gießt die Pflanzen. Aber ich glaube, dafür würde ich sogar eine Kaffeetasse ausgeben. Nur wie echt geil. Dumm Andy guckt, als er das Ding wieder aufmacht und einfach weggeht. Das war echt richtig gut. Ja, sehr gut. Ich habe nämlich diesmal wieder keine Kaffeetasse. Echt? Ich habe eine zweite noch. Oh, krass. Ja, nur für ein Bild. Aber okay, ich bin jetzt mal ein bisschen großzügig. Ja, das ist doch schön. Ja. Ich glaube, dann haben wir dann nicht sogar gleich viel für die erste Staffel ausgegeben. Kann sein. Hier nach. Dann hättest du 6 ausgegeben. Nee, dann habe ich sogar weniger. Siehst du? Ich bin der größere Fan. Ja, ich habe 5 und du 6. Nee, ich schon mir halt die andere Hälfte noch für die zweite Staffel auf. Ja, wie viel habe ich noch? 4? Du hast vergeben 4, ja. Nee. Achso, jetzt hast du 6 vergeben. Ich habe 6 vergeben und habe 4 übrig. Genau, nicht 5. Das ist ja möglich. Komisch, dass ich dir immer Mathe erklären muss. Wir haben gar nicht über das Shampoo-Waschen, Haare-Waschen unterm Waschbecken in der Küche. Ja, ach ja, Alter, das war alles ganz merkwürdig. Warum hat er das Handtuch da weggezogen? Das war nur, damit das irgendwie spannend ist. Ja, das war er steht da und denkt sich so, hahaha, ich ziehe jetzt das Handtuch weg und wenn die sich abtrocknen will, dann ist doch das Handtuch nicht mehr. Aber das ist auch überhaupt nicht Leo. Ja. Der ist nicht so, ich mach mir jetzt mal was im Spiel. Der ist einfach nur raufhauen. Ja. Und warum wäscht die sich überhaupt? Warum ist da überhaupt in dem ganzen, das ganze Haus ist ja auch nicht fertig. Da sind immer so unfertige Wände und so. Ja. Und wahrscheinlich haben die noch gar keine Dusche und sie muss sich dauernd die Haare unterm Waschbecken in der Küche waschen. Nee, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass das Haus nicht fertig ist. Ich dachte einfach nur, die brauchten großen Küchenplatz für die Handtuchsache. Ja, die hatten einfach kein Set mit einem Badezimmer. Ja. Wo ein Handtuch nebenpasst, das man wegziehen kann. Und eine Knarre. Ah, ja. Also wir sind irgendwie jetzt hier komplett durcheinander. Ich muss mal kurz gucken, wo ich hier meine... Nach Handtuch habe ich nämlich noch James ist dumm aufgeschrieben, weil ich so toll fand, dass... Stimmt, bei der Szene waren wir zwar eben schon, aber Laura erzählt, dass James so dumm ist. Und aber er daneben steht und alle gucken ihn so peinlich berührt an. Und dann erzählt sie noch, dass sie einen anderen hat, der viel geiler ist und so toll im Bett ist und er steht da. Ja, ich konnte mich bei der Szene nicht konzentrieren. War da jemand nackt? Ja. Nee, ich habe zwar zugehört, aber ich finde diese ganzen Szenen von denen so furchtbar unnütz, ja, dass ich dann nicht wirklich... Und das war ein anderer Kassettenspieler. Oh, echt? Ja. Und da habe ich gedacht, das ist ja scheiße. Kontinuitätsfehler. Wo haben sie denn jetzt plötzlich den her? Der alte war kaputt. Ja, von einmal zurückspulen zur richtigen Stelle ist der direkt kaputt gegangen. Ja, weil das nicht möglich ist. Ja. Üb! Ja, das Üb-Geräusch war mein Kassetten. Spieler also, ich habe das einfach ignoriert. Ich dachte, du hast wieder irgendeine Störung. Wow, wie fies. Ich habe das einfach ignoriert. Ich dachte, du hättest irgendeine Störung. Ja, wir dissen uns hier halt auch mal ein bisschen. Ja, gut. So. Nadine bringt sich um. Ja, in ihrem Hochzeitskleid. Ja, wow.
Da weiß man jetzt auch nicht, was da jetzt ist, ne? Das ist einfach mal zwischendurch passiert. Ja, das ist, genau, das fand ich nämlich. Es ist zu viel auf einmal Ja, es ist passiert. wirklich sehr, also die Ereignisse haben sich jetzt wirklich zugespitzt, wie es sich eigentlich ja für ein Finale gehört, aber es war irgendwie so viel auf einmal. Ja, das war aber so viel. Das kann ja sein, dass zum Beispiel das mit dem abgebrannten Zeug und die Leute im Krankenhaus und sowas, Und im das sind Casino. alles Sachen so, die passiert sind, weil die auch aufgebaut wurden Ja, vorher. ja. Schön. Und das, man wusste, dass in 3 Tagen das da abbrennt. Ja. Man wusste, dass die bei Jacoby waren und dass Madeline da immer noch mit ihrem scheiß Kostüm steht. Und dass Shelly wahrscheinlich irgendwas von Leo abkriegt. Ja, aber die Das war Story von alles. Nadine ist halt, dass sie traurig ist, weil ihre Vorhangschiene nicht verkauft wird. Ja. Da würde ich mich auch umbringen. Ja. In meinem Hochzeitskleide. Ist das auch pink mit Petticoat? Ja. Aber ich fand sehr schön, dass man sehr schnell erkannt hat, was es ist. Als ich das Kleid gesehen habe, habe ich gewusst, die bringt sich um. Ja, stimmt. Das war so, ah, sie bringt sich um. Das war nicht, oh, vielleicht macht sie sich schön für Ed oder sowas und freut sich oder. Das war sofort, ah, sie bringt sich um. Und was für ein hässliches Kleid. Ja. Ja, dann haben wir noch Josie, die ganze Zeit mit Hank labert und wo irgendwie ja jetzt anscheinend angedeutet wurde, dass sie ihren Mann umgebracht hat. Nein. Nein? Okay. Nein, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Der Mann ist verloren gegangen bei einem Bootsunfall. Oder nicht? Ja, angeblich. Angeblich. Und er ist ins Gefängnis gekommen für eifersüchtigen Totschlag, was eigentlich nur ein Autounfall war. Nein, hä? Hä? Er hat ja nicht gesagt, er war im Gefängnis wegen einem Autounfall, weil die echte, was in Wirklichkeit passiert ist, eigentlich viel schlimmer war, irgendwie sowas. Nein, ich habe das so verstanden, dass er jemanden überfahren hat, aber das nicht als Unfall, sondern als Totschlag. Totschlag ist ja nicht Mord oder sowas, das ist noch so ein Zwischending. Und dafür ist er ins Gefängnis gekommen. Und Ah. Josie hat aber, also jetzt haben wir rausgefunden, dass Josie jemanden getötet hat. Oder das habe ich so verstanden. Und dass er das quasi überfahren hat, absichtlich, und dafür ins Gefängnis gegangen ist für sie. Okay. Weil, Aber er hat doch auch ihren Mann erwähnt. ja, er hat gesagt, manche Leute gehen verschollen mit einem Bootsunfall und andere werden. Ah, ja, du hast recht. Ja, das ist immer ganz schwer, dir irgendwie solche Sachen zu sagen, so von wegen, das und so. Und du weißt schon den ganzen Rest der Serie. Ja, ich weiß solche Details nicht mehr. Es hätte irgendwie auch gar keinen Sinn gemacht, weil sie ja. Ja, genau. Ja. Sie ist aber, also entweder haben sie den Mann so zugerichtet, dass niemand den mehr erkannt hat und auch ein DNA oder ein Zahnanalyse nichts geholfen hat. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, sie hat aus Versehen oder absichtlich jemanden umgebracht und er ist dafür ins Gefängnis gegangen. Okay. Und deswegen wird sie bezahlt. Er bezahlt. Sie bezahlt ihn. Ja, das ist ja meine Sache, du. Ja, das ist mal eine Sache. Ach so, wo wir gerade bei Lucy waren, wo ich eine Kaffeetasse vergeben habe. Auch für Ja. die Szene hinterher mit Lucy am Telefon gibt's die Kaffeetasse. Was Also war das denn ist so, nochmal? sie geht zurück ans Telefon und ist super pissed, weil Ja. Andy ja einfach weggegangen ist. Und dann geht sie ans Telefon und sagt, was ist? Weil so reagiert man, wenn irgendwer bei der Polizei anruft. Genau. Und dann, der ist nicht ganz koscher? Was? Leo. Was soll das Tja, heißen? und das macht nämlich auch dann, was dann danach passiert, das macht überhaupt keinen Sinn.
oder vielleicht kannst du mir das ja auch erklären. Danach, sie gibt dann, wenn Cooper kommt, den Zettel mit der Nachricht. Die Nachricht war ja, der ist nicht ganz koscher anscheinend. Ja, genau. Daraufhin kommt ja Dings schon gleich rein, James. Dann gibt Cooper an den Sheriff den Zettel weiter und sagt, kümmern Sie sich darum, wo draufsteht, der ist nicht ganz koscher. Woraufhin er sofort weiß, dass er das Motorrad untersuchen muss. Ja. Und als er wieder reinkommt mit den Drogen in der Hand, sagt Cooper, warum waren dann diese Drogen in dem Benzintank? Der wusste überhaupt nicht, dass es im Benzintank ist. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das muss ein Übersetzungsfehler sein irgendwo. Mit dem Koscher oder was? Ich weiß nicht mit dem Koscher, sondern vielleicht mit dem, dass da irgendwie so ein Benzin erwähnt wurde oder sowas. Ich weiß nicht, das ist insgesamt so, ja, das irgendwie ist so alles falsch, scheiße. Das kann, glaube ich, kein Übersetzungsfehler sein. Nee. Naja, da gebe ich dir eventuell recht. Ja. Aber das ist, ja, das war, ja, war blöd. Ja. Aber ich habe mir zum ersten Mal das Namensschild von Lucy aufgefallen. Ja. Und die heißt Lucy Moron. Ja. Und Moron ist wie Moron, ne? Ja. Hab ich so gedacht, passt. Ja. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ja, gut. Und dann kommt der Arzt und redet mit Leland. Ja, und er sagt, im Krankenhaus also. Ach, ja. Und der Arzt sagt, ich gehe zu meiner Frau. Ja. Ah, danke. Ja. Ne? Ja. Nö, fand ich nur sehr lustig. Ja. Dass man sich dafür bedankt. Ja, ich glaube, das sollte bedeuten, geh du auch zu deiner Frau. Ja. Aber ja, das ist trotzdem merkwürdig, sich dafür zu bedanken. Ja. Und, Norma und Hank labern noch kurz und küssen sich. Ja, aber die Einstellung vorher ist eine Kaffeetasse von mir. Oh. Hey, ich dachte, die Kaffeetasse ist die, wenn Lucy telefoniert. Nein, das... Die Kaffeetasse ist Lucy und Andy, das komplett. Ja, ach so, okay. Das ist eine Kaffeetasse. Ja, gut. Also wenn Andy aus dem Raum geht und Lucy okay, sich hinsetzt und schreit, was ist. Ja. Und die andere ist das eine Bild, wo man das Café von außen sieht. Hä? Ja. Ich weiß nicht mal, welches du meinst. Das ist wahrscheinlich eine Einstellung, die 20 Mal vorkommt in der Folge. Nee, das war nämlich eine ganz andere Perspektive von dem Café. Das ist von außen, wo man das Schild so groß sieht. Und das ist nur, weiß nicht, 2 Sekunden da, bevor man reingeht zu Norma und dem eifersüchtigen Totschläger. Und warum ist das so toll? Weil mich das total an das Bild Nachtschwärmer von Edward Hopper erinnert hat. Okay. Das musst du... Ich google das. Gut. Das Dumme ist, dass ich jetzt das andere halt nicht mehr vor Augen habe. Ja. Ah, das kennt man ja. Ja, das hatten wir in Englisch. Da mussten wir ein Referat drüber machen, du. Ich doch nicht. Nee, du hattest eine andere Gruppe. Ja, glaubst du, ich höre deinen Vortrag dazu, oder was? Entschuldigung. Wie heißt das auf Englisch? Nightstalker. Nee, Nighthawks. Nightstalker. Ja, Entschuldigung. Vielleicht ist das ja noch jemandem aufgefallen. Ich google jetzt mal Nighthawks und Twin Peaks. Nee. Kann auch nur sein, dass ich da so verrückt nach bin, dass mir das aufgefallen ist. Ja, ich hoffe nur, das ist jetzt kein Bild, was einfach in vielen Folgen vorkommt. Ja, ich hoffe auch nicht. Aber es ist, also das gibt es öfter mal, diese Einstellung wird referiert in vielen Serien und sowas. Mhm. Weil, keine Ahnung. Das ist mir, erst habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein, aber dann ist im Hintergrund auch ein Auto vorbeigefahren.
passend zu der Straße, die hinter dem Bild ist. Und da habe ich gedacht, ah, vielleicht doch. Ja, könnte sein. Und ja, ich fand das jedenfalls cool. Deswegen ist das meine Kaffeetasse. Cool. Ja, ich meine, da drin ist dann ja auch nichts sonderlich Tolles außer dem Kuss passiert, ne? Nö. Dann, ja, wird Leo umgebracht, meine ich. Und Jack. Jack? Wer ist das, Jack? Jack. Jack. Oh Mann, bist du gemein. Ja, das kommt danach. Darum war ich gerade. Ich wusste wirklich nicht, wie du meinst. Es sind so viele jetzt hier gestorben in der Folge. Ja, sind's auch echt. Aber ja, bei ja, ne, was soll man da sagen? Da ist einfach Leo tot. Ja. Ich hätte gewünscht, dass Bobby noch stirbt. Der auch noch mal noch schnell einen coolen Spruch da lässt. Ja, und wie der auch einfach abhaut. Ja. Und auch dieses, oh, hi, Leo, ich wollte dich fragen. Ja. Das war... Ja, aber das meinte ich, da war überall keine Spannung drin für mich irgendwie. Das war alles zu schnell. Ja, dadurch, dass es so viel auf einmal war. Ja. Ich bin jetzt auch echt nicht, ich bin ein bisschen traurig, dass Leo tot ist, aber auch gar nicht doll. Weil das kann aber auch nicht der Böse gewesen sein. Ja, das wäre zu langweilig, ne? Ja, der kann doch jetzt nicht einfach tot sein und war aber der Mörder. Hallo? Ja. Ach so, aber cool war, dass dabei noch diese tolle Invitation to Love lief, wo nochmal genau dasselbe passiert ist. Aber noch ein schlechter. Ja, natürlich. Und das passt jedes Mal, wenn das dazwischen geschnitten ist. Ich finde das voll geil. Ja. Ich habe das am Anfang sehr gehasst, dieses Zeug, aber jetzt finde ich das inzwischen so, das ist so Meta. Ja. Ja, und dann, genau, wird auch Jack umgebracht. Von Leland. Ja. Der danach richtig Psycho guckt und dann weggeht. Und dann sobald das fand ich so geil geschnitten. Ja. Und auch das Gesicht. Ja. Dass sobald die Sirene ausgeht, guckt er ganz anders und haut ab. Auch wieder so geil gespielt. Ey. Ja, das war echt geil. Das war sofort so, und weg. Aber da hatte ich so, Aber ich glaube, es war ja mal ausnahmsweise nicht so. Voll oft, wenn sowas in Serien passiert oder Filmen, dann hätte der eigentlich noch irgendwas Wichtiges sagen können, der Typ. Ja, aber er wäre noch so ein One-Liner gekommen, so. Nee, ich meine, dass er noch irgendwas weiß über den Fall und jetzt hat er den umgebracht, so ist das ganz oft. Ja. Aber er hat ja schon vorher eigentlich so... Ich glaube, Jack war einfach nicht schlau genug, um irgendwas zu wissen. So wie auch Cooper das gesagt hat. Ja. Der ist zu dumm zu lügen. Ja. ja, was hatte der eigentlich noch gesagt, dass halt der Beo da sie gebissen hat und das Blut kam, weil die sich gestritten haben. Er weiß nicht mehr, warum. Und ist das nicht ein Kehr? Ja, ich glaube, nee, das ist ein Myna. Das ist nämlich dasselbe wie ein Beo. Wie bei drei Fragezeichen? Ja, genau. Das ist aber falsch, dass das Superpapagei heißt. Es ist ja gar kein Papagei. Ja, gut, haben wir das auch hinter uns. Aber ich habe nicht verstanden. Ja? Ich habe erst gedacht, so, wieso ist der Vogel so wichtig, dass ein Stück aus diesem Pokerchip fehlt? Aber Jack hat dann gesagt, dass Leo das Laura in den Mund gesteckt hat und gesagt hat, friss oder stirb. Ja. Aber wir haben doch schon festgestellt, dass so wie das Stück da rausgebrochen ist, dass kein Mensch hätte abbeißen können. Ja, Laura hatte sehr spezielle Zähne. Ja. Merkwürdig. Das stört mich ein bisschen, dass der Chip so komisch gebrochen ist. Ja.
Ja, es ist eigentlich egal, wie das bricht. Also mit den Zähnen kann man den, glaube ich, unmöglich. Da gehen ja die Zähne kaputt. Ja. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass wenn was bricht, auf Englisch heißt das chipped. Also ist der Chip chipped. Das ging die ganze Zeit in meinem Kopf gerade rum. Deswegen passt das jetzt für mich. Ich bin aber jetzt im Reinen. Weil so ein Riss heißt wie in einer Tasse oder sowas, dann ist das chipped. Und du bist schon wieder weg. Und ich habe diesen super trivialen Fakt ohne Grund gesagt. Supi! Hahaha, ja, Na. genau. Schlecht. Ja, jetzt weiß ich auch gerade, was war nochmal jetzt hier Chip, los? chipped. Chip, Chip, ja. Und du meinst, darum ist das so, weil das lustig ist, oder? Nö, weil das eventuell, weil das Ähnlichkeiten hat mit der Art, wie es gebrochen ist und dass das eventuell Chip. Keine Ahnung, aber damit bin mit der Erklärung bin ich zufrieden, also muss ich mich darüber nicht mehr aufregen. Ja. Ach so. Ja. In dem Gespräch, weil ich gerade meine Notizen sehe, in dem Gespräch mit dem eifersüchtigen Totschläger, ich musste mich gerade sehr zusammenreißen, nicht den Namen zu sagen. Und Norma hat er östliche Philosophie erwähnt. Ja, stimmt. Und da habe ich so gedacht, ha, das ist wichtig, schreibe ich mir auf. Weil auf diese östliche Philosophie kommt man immer wieder zurück. Ja. Mit Tibet und. Ja, vielleicht ist er mit Cooper befreundet. Ja. Aber das mit Tibet und den Steinwerfen und sowas, das hat auch nicht viel gebracht mehr, ne? Naja, was ist denn da nochmal rausgekommen eigentlich? Das bei Dr. Jacoby ist es ein. Hat er die Flasche getroffen, ist aber nicht zerbrochen und bei Leo ist sie zerbrochen. Nee, vielleicht, das müssen wir da, glaube ich, noch am Ende der Serie beurteilen. Ach so. Ist klar, habe sie verstanden, Sherlock. Ich habe doch auch jetzt ein Rätsel für dich. Ja. Ich habe die ganze Zeit gewartet, bis wir die erste Staffel durch haben. Kyle MacLachlan, der Schauspieler von Cooper, hat ein Emmy bekommen für diese Staffel. Für bester Hauptdarsteller, was ich sehr cool finde. Ja. Und jetzt eine Nebenperson hat auch einen Emmy bekommen für den besten Nebencharakter einer Serie. Und du darfst raten, wer das ist. Okay. Besten Nebendarsteller. Oder du kannst ja auch sagen, wen du das geben würdest. Audrey. Ja, ne? Ja. Ja, hätte ich auch gemacht. Die war auch nominiert. Warte, Aber wenn es nicht Audrey ist, ja, dann ist es jemand wer anders war auch nominiert und. ganz Beschissenes. Ja. Echt? Ja. Wie beschissen? Also ich würde schon sehr beschissen. Log Lady. Nein, diese macht es doch gut. Ach so, okay. Pete? Nein, der ist doch toll. Das kannst du nicht jedes Mal sagen. Ja, dann Es weiß ich ist nicht. Käserin. Oh. Die Schauspieler von Kesserin hat den Emmy bekommen für die beste Nebendarstellerin. Schade. Und Audrey war auch nominiert, ey. Und Audrey hätte den echt mehr verdient. Ja. Die war auch jünger. Naja. Ja, ne? Das war's jetzt ja schon. Das war die erste Staffel. Nee, das kann es aber noch nicht gewesen sein. Cooper wurde angeschossen. Was war Ja. denn dazwischen noch? Da war doch noch so viel andere Sachen. Ich habe hier nichts mehr stehen. Ich auch nicht mehr am Ende eine Catherine aufgeschrieben. Ding im Mund steht hier noch. Ja, wie Pete reinläuft. Ja, Aber Pete the das hatten Hero wir auch steht da alle bei schon. mir. Ja, wir Oh. waren ein bisschen durcheinander heute, aber ich glaube, wir haben alles Wichtigen besprochen. Sachen Ja, so halt, gesprochen. ach nee, natürlich hier. Das ist ja auch noch ein Cliffhanger, dass gerade Benjamin Horn Ach sich auf ein ja! bisschen Vergnügen freut. Mit seiner
Tochter! Ja. Also er weiß es noch nicht, das sollte man dazu sagen, falls jemand diese Folge nicht gesehen hat und nicht denkt, was? Aber da habe ich gedacht, wenn die jetzt beide die Augen zumachen, dann sind wir ja fast in Game of Thrones. Aber ja, da hab ich mich tatsächlich geärgert über den Cliffhanger. Ja, ne? Ja, scheißegal, ich weiß, dass Cooper überlebt, aber wie Audrey da wieder rauskommt. Ah. Die kann dann aber den Job da auch nicht behalten, wenn sie abhaut, wenn sie dem Boss nicht... Warum wollte sie den Job nochmal? Weil das total schlau ist. Ach so, nee, doch, weil Laura da ja auch gearbeitet hat. Genau. Wir haben doch festgestellt, dass sie total schlau ist. Also hinterfrage das. Ja, ja. Alles ist besser als der Jacobi-Plan. Das stimmt. Ja, aber wir werden das alles erst nächstes Mal erfahren. Die nächste Folge heißt Der Riese sei mit dir. Und geht übrigens... Ja, was soll das nur heißen? geht 90 Minuten übrigens, weil es ja wieder sozusagen eine Pilotfolge der zweiten Staffel ist. Also es wird wieder ein Spielfilmlänge. Und ja, die zweite Staffel ist übrigens, man merkt überhaupt keinen Unterschied zur ersten Staffel, weil die auch im selben Jahr noch rauskam. Okay. Also eigentlich das Einzige, was man jetzt merkt, ist, dass die Staffel zu Ende ist, dass das jetzt so ein Finale war, aber jetzt geht's einfach weiter. Okay, das ist auch cool. Ja. Aber du hast gesagt, da sind ganz viele Folgen, die wir nicht gucken. Ja, genau. Wir gucken nur bis Folge 16. Aber 1 bis 16? Genau. Was? 1 bis 16? Ja, nee, 9 bis, 8 bis 16. Weißt wir fangen du? Mit Folge 8 an? Ja, so, also Folge 8 ist die erste Folge der zweiten Staffel. Und was ist mit den restlichen dazwischen? Da ist nichts zwischen. Das war ja gerade die 7. Folge. Offiziell, weil die erste Folge Pilot ist. Ah. Okay. Das heißt, die erste 8. Folge ist die erste Folge der zweiten Staffel. Meine Fresse, dass du dich so anstellen musst. Das ist aber wir gucken reihenfolgenmäßig von der Staffel 2 die erste Folge bis zur 16. Folge. Ja, aber das hört sich an, als würden wir 16 Folgen gucken und das stimmt ja nicht. Wir gucken nur 9 Folgen. Gut, die erste bis zur 9. Folge. Ja. Ja, doch, ich glaube. Aber in einem durch, das ist nicht, wir gucken Folge 1, Folge 3, dann Folge 6. Nein. Nee, wir gucken nur die, ab dann gucken wir keine Folgen mehr, außer die allerletzte, also das Staffelfinale sozusagen. Okay. Aber ich weiß ja nicht, ob du die dann dazwischen guckst, das kannst du dich dann ja dann noch entscheiden. Vielleicht probiere ich das mit einer und wenn so das dann nebenbei oder so. Ja, was ist so scheiße ist. Das lohnt sich eigentlich nicht. Es gibt auch eine gute, ich habe schon ein gutes YouTube-Video gefunden, wo alle Folgen zusammengefasst werden, auch immer mit kurzen Szenen und so. Okay, gut. Dieses ist auch ganz gut dafür. Alles klar. Ja. Ja. Das war ein sehr folgenschwerer Podcast. Ein folgenschwerer Podcast. Ja. Geil. Ja, weil viel passiert ist. Ja, und wir über viele Folgen gerade geredet haben. Ja. Es ist viel passiert. Eigentlich, die Folge war nicht so ultra krass, aber du hast trotzdem zwei Teetassen. Teetassen. Okay. Kaffeetassen ausgegeben. Ach, wie ist der Podcast-Titel nochmal? Spaghetti und Teekuchen. What? Okay. Ja. Ich wüsste es Zeit. Ja. die Eulen sind nicht, was sie scheinen. Ah, okay. Tschüss. Nice.